haben eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die Dr. Andreas Rabl, unser Bürgermeister in Wels, leitet. Der berichtet über die Roadmap, die festgelegt worden ist. Wir haben ja im Jänner eine Vorstandsklausur. Dort werden alle jene Dinge, die hier erarbeitet worden sind, auch beschlossen werden. Und dann geht es in die Zukunft. Wir haben uns entschlossen von Seiten der Zukunftsgruppe, dass wir auch die Funktionäre mit einbinden. An über 700 Funktionäre wurde ein Fragebogen ausgeschickt, auch mit der Möglichkeit, selbst Vorschläge einzubringen für die Zukunft dieser Partei, sodass wir tatsächlich im Jänner neu durchstarten können in eine positive Zukunft.